Hi Freunde, Modman hier. Heute mal ein anderer Guide, den sich aber einige von euch gewünscht haben unter meinen YouTube-Videos. Und zwar ist die Frage aufgekommen, wie kommt man eigentlich hier unten zur Südküste bzw. in das südlichste Gebiet? Wenn man hier mit dem Besen hinfliegt, kommt man nicht wirklich weiter und wo genau der Weg ins untere Gebiet ist vielleicht auch nicht so ganz ersichtlich. Darum mache ich das Video, um dir zu zeigen, wie du in das südliche Gebiet kommst und worauf du dich auf jeden Fall vorbereiten solltest. Wenn dir das Video gefällt, gib doch gerne einen Daumen nach oben. Hast du noch Fragen oder Anregungen zur ganzen Sache, dann schreib sie mir gerne in die Kommentare und vergiss nicht, meinen Abo-Kanal zu abonnieren, damit du kein Video mehr von mir verpasst und immer auf dem Laufenden bleibst und mir hilfst, auf YouTube zu wachsen. Vielen Dank vorab. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Video. Fangen wir einmal mit dem Offensichtlichsten an. Wenn wir uns die Karte angucken, sehen wir relativ schnell, dass hier unten wohl ein Weg sein muss, der uns in das südliche Gebiet bringt. Wenn wir uns das Ganze etwas näher angucken, sehen wir einen Berg mit einem Pfad, den man eventuell überqueren kann. Doch hier unten im Berg sehen wir auch eine Flamme bzw. einen Portpunkt, Grab des Verrates. Und wie gehe ich jetzt am besten vor, um hier in das Gebiet zu bekommen? Ich begebe mich erstmal hier zu dem Punkt, das Auge der Mine. Das solltet ihr eventuell schon freigeschaltet haben. Ist nämlich ein Portpunkt, der auch mit der Main Story zu tun hat. Und von hier aus fliegen wir einfach mal in Richtung des Berges. Hier sind auch noch fünf Ballons. Die nehmen wir einfach mal gleich mit. Die liegen quasi auf dem Weg. Und gucken dann einmal, ob wir da nicht einen Weg finden, der uns in das südliche Gebiet bringt. Und ich muss sagen, ich habe das Ganze natürlich schon vorher ausprobiert. Den gibt es natürlich. So, wir befinden uns jetzt hier auf der Karte an dem gerade gezeigten Übergang. Und ich probiere es einfach mal, um es euch zu zeigen, hier hochzufliegen. Und über den Berg erstmal lässt mich das Spiel von alleine nicht hoch. Wenn ich nach oben fliegen will, geht es immer wieder automatisch runter. Gehen wir einfach mal einen Schritt nach hinten und versuchen, etwas höher zu fliegen. Funktioniert auch nicht. Was uns aber direkt auffällt, hier unten ist so eine Art Mine in den Berg wie soll ich sagen, gemauert. Und hier ist auch der Weg, den wir am Ende durchlaufen wollen. Ich zeige euch jetzt einfach den Weg straight durch die Mine, ohne irgendwelche versteckten Sachen. Hier zum Beispiel haben wir noch so eine Art, nee, haben wir gar nicht. Kurz vertan. Hier können wir einmal hoch, aber hier kommen auch versteckte Räume. Ich zeige euch gleich wo, wo man dann eventuell ein bisschen Loot abgreifen kann. Grundsätzlich würde ich euch raten, hier einfach mal unsichtbar durchzulaufen, denn hier sind einige Goblins vertreten, die wir natürlich mit unserem Unsichtbarkeitszauber Petrificus Totalus einfach stunnen können und dann auch keine Probleme mit denen haben sollten. So, wir müssen auf jeden Fall hier hochlaufen, die ganzen Kobolde unterwegs umhauen, damit sie uns nicht aufdecken und nicht stören. Und jetzt haben wir hier auf den Punkt, den ich gerade meinte, zum Beispiel hier links, können wir dann auch in die Höhle rein. Teilweise kommt es auch vor, dass wir Wege haben, wo wir nicht direkt die Kobolde töten können. Dann gilt es halt, gegen sie zu kämpfen. So, hier haben wir zum Beispiel einen kleinen Weg, wo wir auch reingehen können. Hier finden wir unter anderem wieder so einen Sieht interessant Portpunkt, aus. östlicher Sumpf am Südmeer. Und hier können wir uns dann auch einen Weg durch die Mine bahnen. Hier zum Beispiel, indem wir einfach mit dem Bombarderzauber zum Beispiel das Ganze hier kaputt machen. Und dann hier auch reingehen und uns ein bisschen Loot abgreifen. Mit Revelio könnt ihr ja immer gucken, was ihr so findet. Da oben zum Beispiel könnt ihr dann hoch und euch den Loot abgreifen. Soweit so gut. Wir müssen weiter nach oben. Und hier treffen uns wieder einige Kobolde und am Ende sogar ein kleiner Boss, den ich euch in diesem Video natürlich auch zeigen möchte. Ich würde euch generell raten, wenn ihr in dieses Gebiet gehen wollt, seid ungefähr Level 20 oder höher, damit ihr keine Probleme bekommt. Sonst könntet ihr nämlich ordentlich auf den Sack bekommen, sage ich mal, weil die Gegner dann doch relativ stark sind. Aber so ab Stufe 20 sollte das alles kein Problem mehr für euch darbieten. So, wir gehen weiter nach oben und kommen jetzt auch zum besagten Boss. Ihr seht auf der Karte, guckt mal bei mir unten auf der Minimap, ist ein Dreieck mit einem Totenkopf und das zeigt uns, dass hier der besagte Boss ist. Ich gehe aber erstmal hier hin und guck, leider nicht geschafft. Guck, dass wir die ganzen anderen Kobolde erstmal umhauen. Hoppala.
um dann am Ende gegen den Boss ohne Probleme zu kämpfen. Hier ist der Boss, Ockbert, der Seltsame. Können wir ganz einfach töten mit unserer alten Magie. Der hat leider nicht so viel drauf, wie ich es mir von dem Boss oder einem besonderen Gegner wünschen würde. Aber ja, ist halt trotzdem ein besonderer Boss, gibt uns hier einen legendären Rücken. Nehmen wir gerne mit. So, am Ende, nach dem Boss, kommen wir dann hier oben außerhalb der Höhle heraus. Und wenn wir hier unseren Revelio zaubern, kriegen wir sogar noch eine Handbuchseite, den alten Kompass. Und ja, können uns dann hier auch tatsächlich wieder auf unser Reittier bzw. unseren Besen schwingen. Und dann hier quasi die komplette Südküste auch noch mehr erkunden. Hier gibt es eine Menge zu erkunden und auch hier solltet ihr immer wieder vorsichtiger unterwegs sein. Gerade einmal überprüfen, wie gut sind oder wie stark sind die Gegner. Hier kommen wir nämlich eher ins Mid-Game-Level-Gebiet, also ins zweite Gebiet, wo die Gegner dann doch schwerer sind. Und hier gibt es nochmal eine neue Menge neuer Sachen zu erkunden. Mich führt hier gerade sogar die Hauptquest hin, sodass ich hier auf jeden Fall einen Abstecher machen muss. Und ja, falls dir das Video weitergeholfen hat, würde ich mich freuen, wenn du dem Ganzen noch ein Video, dem Ganzen noch einen Daumen nach oben gibst. Hast du noch Fragen und Anregungen, schreib sie gerne in die Kommentare und vergiss nicht, ein Abo auf meinem Kanal zu hinterlassen, damit du kein Video mehr verpasst und mir hilfst, auf YouTube zu wachsen. Vielen Dank vorab. Ja, das war's mit dem Video. Ich werde jetzt hier unten noch den nächsten Boss schlachten und gucken, was mich in diesem Gebiet so, was ich in diesem Gebiet so begegne. Und berichte mir doch auch mal, ob du vielleicht irgendwas Cooles in dem Gebiet gefunden hast, was ich mir auf jeden Fall angucken sollte. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video und wünsche dir noch einen schönen Tag und eine schöne Zeit in Hogwarts Legacy. Bis dahin, euer Mottenmann. Ciao.